Hallo liebe Brettspielfreunde und herzlich willkommen zur Preview von oder nicht, das Review. Eigentlich könnte ich es auch Review nennen, weil übrigens es geht um Dungeon Twister, aber das weißt du wahrscheinlich schon, weil das ist eine Neuauflage und das Original habe ich immer noch in meinem Regal da oben samt Erweiterung, weil es mir immer noch wirklich gut gefallen hat. Kam jetzt ein paar Jahre nicht auf den Tisch, aber im Zuge der Preview musste ich das ja natürlich nochmal testen und ich war ganz gespannt, wie gut es gealtert ist. Ich glaube, das verrate ich erst am Ende des Videos. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, uns einen Regelüberblick zu verschaffen. Das Spiel fängt schon spannend und mit einer taktischen Komponente an, denn beim Aufbau, jeder hat 8 Charaktere, 6 Gegenstände, 4 packt man vorne in seine Startzone und die anderen Charaktere und Gegenstände legt man abwechselnd in den mittleren Bereich. Von daher möchte man vielleicht manche Gegenstände wie den Zauberer und den Zauberstab in einem Raum haben. Man muss schon vorher überlegen, wo möchte ich welche Einheiten und Gegenstände positionieren. Während des Spiels suche ich mir eine von 4 Aktionskarten aus und die besagt, wie viele Aktionen ich habe. Und mit denen kann ich zum Beispiel Räume rotieren, mich bewegen und einen Kampf beginnen. Der Kampf ist ebenfalls relativ einfach gehandhabt und zwar haben wir Skills, Bewegung links, Stärke rechts, jeder spielt eine Karte verdeckt aus, addiert den Wert dazu und wir gucken, wer stärker ist. Die Karte, die man gespielt hat, kommt aus dem Spiel, lediglich die 0 bleibt auf der Hand oder kommt zurück auf die Hand, viel eher gesagt. Und der Gegner ist dann verletzt, du musst ihn nochmal angreifen, dann hat er allerdings Stärke 0, um ihn wirklich zu besiegen. Ich habe ja noch gar nicht verraten, wie man das Spiel gewinnt. Man braucht 5 Punkte und man bekommt einen Punkt, wenn man einen Gegner besiegt. Man bekommt aber auch einen Punkt, wenn man auf der anderen Seite mit einem seiner Charaktere ankommt. Der Goblin hat als Sonderfähigkeit, dass er sogar 2 Punkte gibt. Und die letzte Möglichkeit, einen Punkt zu ergattern, ist, indem man eine Schatztruhe ebenfalls auf die andere Seite bringt. So würde der Goblin mit der Truhe schon 3 Punkte geben. Ein besiegter Gegner macht 4 Punkte, dann fehlt mir nur noch einer zum Sieg. Und ich glaube, man sieht jetzt schon ganz gut, dass ähnlich wie bei einem abstrakten Strategiespiel die Position sehr wichtig ist der einzelnen Helden. Aber es ist auch wichtig, deren Fähigkeiten vernünftig einzusetzen. So kann ein Held die Türen zerstören. Ein anderer kann durch die Wände laufen. Oder der Magier schwebt über Fallen. Es gibt einen Heiler und so hat jeder Charakter seine Vorteile, die man natürlich für sein Geschick ausnutzen muss. Meistens hat man gar nicht genug Zeit, um alle Charaktere wirklich auszuspielen. Da muss man sich immer schon abwägen, welchen Charakter möchte ich jetzt gerade am meisten verwenden, welche Fähigkeiten bringen mir gerade den größten Benefits. Und übrigens, das ganze Ding heißt ja Dungeon Twister, Twister vom Drehen. Und das Besondere ist, dass man auch connecte Teile, wie zum Beispiel die graue 4, miteinander verwenden kann. Wenn ich auf dem Drehmechanismus draufstehe, kann ich auch den anderen Raum ebenfalls drehen. Eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Dieses Labyrinth ist ja am Anfang verdeckt. Und wenn man angrenzend zu einem Raum steht, kann man einen Aktionspunkt ausgeben, um diesen Raum zu flippen. Und dabei darf der Spieler, der das macht, alle Teile drauf beliebig verteilen, außer die eigenen Gegenstände. Das heißt, ich kann jetzt selber den Magier und den Troll irgendwo hin platzieren, mein Gegner darf aber meinen Zauberstab irgendwo hinpacken. Und es gibt eine Emotion, die für mich das Spiel am meisten beschreibt, und das ist Spannung.
Das fängt an beim Aufbau, wo lege ich welche Plättchen hin, und mit den Erweiterungen kriegt man ja noch mehr Charaktere, noch mehr Gegenstände und auch noch mehr Räume. Das heißt, ich muss sogar noch eine Vorauswahl treffen und ich bin dann ebenfalls gespannt, was mein Gegner ausgewählt hat, worauf muss ich mich einstellen, wo muss ich meine Taktik und Strategie vielleicht anpassen. Auch so ist jedes Mal, wenn man einen Raum dreht, das mit Spannung erfüllt. Manche möchte man vielleicht gar nicht selber umdrehen, andere unbedingt. Und beim Kampf ebenfalls dieses Pokern, lege ich jetzt eine 0, ich habe vielleicht Stärke 3. Der Gegner 1, und jetzt könnte man denken, ja, der gibt eh auf und legt die 0, um keine wertvolle Karte rauszuhauen. Dann könnte ich mir es allerdings auch sparen. Aber wenn ich mir das jetzt spare und er doch keine billige Karte rauslegt, sondern eine höhere, dann gewinnt er den Kampf. Und dann ist immer schon so dieser Spannungsmoment, diese Karten umzudrehen. Und das ist auch voll ärgerlich, wenn man eine 4 oder eine 5 gelegt hat, von dem man nur eine im Deck hat. Und dann der andere eine 0 gespielt hat und man hat die ganz umsonst rausgefeuert, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist auch nochmal immer so ein Spannungsmoment, genauso wie das, wie viele Aktionen man hat. Man hat ja 4 Karten und wenn man alle aufgebraucht hat, kriegt man die wieder auf die Hand. Und man weiß vorher eigentlich gar nicht so genau, außer in der jeweils 4. Runde, wie viele Aktionen der Gegner in der nächsten Runde macht und was der macht. Das ist auch ganz schwer vorherzusehen. Und so kann ich auch hoffen, dass er meinen Plan gar nicht kommen sieht und ich auf einmal mit einer geschickten Drehung von 1 oder 2 Räumen meine Figuren richtig gut positioniere, um gegen ihn zu kämpfen. Und habe ich übrigens auch noch nicht erwähnt, man kann mit 2, 3, vielleicht in ganz seltenen Fällen sogar mit 4 Charakteren gegen einen kämpfen, um die Stärke zu verbünden. Und um meine Frage vom Anfang des Videos mal aufzugreifen, ich muss sagen, das Spiel ist wirklich gut gealtert. Es hat zu Recht eine Neuauflage verdient. Wenn man die beiden miteinander vergleicht, dann sieht man die Pub-Standys. Auch das Artwork damals ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit den Miniaturen, die jetzt auf uns warten. Und auch die Räume. Ich muss sagen, ich finde die alten Räume sogar eine Idee schicker. Allerdings waren die auch etwas unübersichtlich und die großen neuen Räume sind natürlich deutlich abgespeckter, deutlich übersichtlicher aber auch dadurch, aber brauchen auch deutlich mehr Platz auf dem Tisch. 2 Sachen gibt es von mir noch zu bemängeln, habe ich aber auch dem Verlag mitgeteilt. Einmal der Sichtschirm, muss ich sagen, der ist ja hauchdünn, das ist richtig ärgerlich, der kippt auch schnell um. Da war der alte deutlich besser, der sollte nach Möglichkeit auch wieder aus Pappe sein. Und das ganze Ding braucht natürlich ein Insert, haben wir Miniaturen, brauchen wir ein Insert. Und ebenfalls würde ich mir eine All-In-Box wünschen, genauso wie die 3 bis 4 Spieler-Erweiterung, damit das Ding nicht ein komplettes 2-Spieler-Only bleibt. Ludicalli hat sich keine Geheimnisse entlocken lassen. Ich habe wirklich mehrmals nachgefragt. Die haben einfach nur gesagt, ja, es kommen Erweiterungen, es kommen Add-ons, es kommen Überraschungen. Sei einfach gespannt, schau in die Kampagne. Link findest du übrigens unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, alle Leute, die mit dem Grundsetting Fantasy was anfangen können, die ein Mix aus abstrakter Strategie mit diesen Spannungsmomenten und Kampf und konfrontativ was abgewinnen können, die sind auf jeden Fall absolut richtig bei dem Teil. Ich bin gespannt, was es geben wird, aber ich weiß jetzt schon, ich werde auf jeden Fall zuschlagen. Ich werde, glaube ich, all in gehen. Mir vollkommen egal, dass ich das Ding dann doppelt habe. Das verschenke ich einfach irgendwann. Vielleicht an einen von euch oder an irgendeinem Freund. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück beim Durchqueren des Dungeons und beim Backen. Bis zum nächsten Mal. Euer Löw.